Hallo. Wissen Sie, wer Marie Curie war? Sie ist die Frau, die die Radioaktivität entdeckte. Am 1898 entdeckte sie Radium und Polonium. Am Jahr 1911 hat sie ihr zweites Nobel gewonnen. Sie fand auch heraus, dass Polonium sich mit hoher Geschwindigkeit zerfiel. Marie gründete das Radioinstitut. Ihre Tochter Irene war zusammen mit ihrem Ehemann Frederik für die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität verantwortlich. Und sie haben am 1935 ein Nobel gewonnen. Würden Sie gerne eine kuriose Tatsache über Ihre Experimente erfahren? Ihr Notizbuch ist im Keller der Französischen Nationalbibliothek in Paris. Es enthält noch eine hohe Menge von Radioaktivität. Damit es keine Gefahr mehr darstellt, wäre ungefähr 1600 Jahren erforderlich. Vergiss es nicht, ein Like zu geben und abonniere.